Für uns ist es wichtig, natürlich inhaltliches Wissen, Konzepte zu vermitteln, das aber immer sehr, sehr eng zu verbinden mit der Fähigkeit der Teilnehmenden, dieses Wissen auch entsprechend anwenden zu können. Das heißt, wir versuchen immer, eine Mischung zu schaffen aus den theoretischen Grundlagen, die natürlich ein wichtiger, zentraler Bestandteil eines solchen Ausbildungsmoduls sein muss, gleichzeitig das aber immer zu koppeln mit häufig intensiver praktischer Erfahrung der Dozierenden, die aus ihrem eigenen Kontext sowohl in praktischer Tätigkeit, aber auch in Forschung und Lehre auf konkrete Fälle eingehen können. Und was wir auch immer wieder tun, ist, dass wir die Kontexte und Erfahrungen der Teilnehmenden mit einbeziehen und ihnen auch die Möglichkeit geben, an ihren eigenen Herausforderungen und Fragestellungen zu arbeiten und damit das Wissen, das erlangt worden ist, unmittelbar immer gleich anzuwenden und damit auch für die Teilnehmenden nutzbar machen zu können. In den Grundlagenmodulen unseres Studiengangs geht es, wie schon bereits besprochen, darum, das betriebswirtschaftliche Rüstzeug den Teilnehmenden mit auf den Weg zu geben. Dieser macht ungefähr die Hälfte des inhaltlichen Teils aus. Im Anschluss an diese Grundlagen geht es dann tatsächlich um die Vertiefung der Themen Innovations- und Technologiemanagement. Und da haben wir eine Reihe von Schwerpunkten gebildet, die wir Schritt für Schritt mit den Teilnehmenden durchlaufen werden. Wir werden starten mit der Frage, wie kann ich überhaupt neue Ideen generieren, neue innovative Themen, neue Technologien identifizieren und auch entsprechend adressieren. Das ist der erste Teil. Im zweiten Teil geht es darum, im Rahmen eines Technologiemanagements mit diesen neuen Ideen tatsächlich auch umzugehen, sie weiterzuentwickeln, daraus konkrete Strategien und Geschäftsmodelle abzuleiten. Wenn das geschehen ist, kommt der dritte Schritt, wo es primär darum geht, in Bezug auf die Implementierung sich Gedanken um Projektmanagement zu machen, aber auch um den Umgang mit Komplexität. Und in diesem Kontext haben wir auch unsere Architekturfakultät mit eingebunden im Rahmen eines Moduls, wo die innovativen und neuen technologischen Themen in neuen Räumen einen Kontext finden, in dem sie optimal umgesetzt und ins Geschäft eingeführt werden können. Zum Abschluss dieses Moduls werden wir uns dann noch sehr intensiv mit der Frage der Führung auseinandersetzen, also damit, inwieweit es tatsächlich den Teilnehmenden nicht nur gelingt, inhaltlich die Themen voranzubringen, sondern auch über die Führung ihrer Teams und auch die Führung der Organisationen als Ganzes die Menschen auf dieser Reise mitzunehmen und für diese neuen Innovationen und Technologien zu begeistern. Im Modul Masterthesis geht es darum, dass die Teilnehmenden eine konkrete Fragestellung aus ihrem eigenen Interessengebiet oder aus ihrem Unternehmen versuchen zu beantworten. Um das zu tun, sollen sie sich mit den theoretischen Konzepten, die sie im Laufe des Studiums gelernt haben, auseinandersetzen. Sie sollen aber vor allem auch empirische Daten sammeln, Informationen sammeln im eigenen Unternehmen, in anderen Unternehmen, die es ihnen ermöglichen, nicht nur aus der Spekulation heraus Antworten auf diese Fragen zu finden, sondern auf Basis empirischer Grundlagen besser fundierte Optionen und Antworten abzuleiten und damit eigentlich genau das zu tun, was in vielen Firmen hochbezahlte Berater für die Unternehmen tun. Eine Besonderheit der Universität Liechtenstein, die sie von fast allen Business Schools, die ich kenne, persönlich unterscheidet, ist, dass wir eine Architekturfakultät hier an der Universität haben. Jetzt kann man im ersten Moment fragen, was haben Architektur und Betriebswirtschaftslehre gemein und vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel. Wenn wir aber über die Themen Innovation und Technologiemanagement reden und uns auch unsere Module im restlichen Studium anschauen, reden wir sehr häufig über die Generierung von Innovation, über Design Thinking, über Möglichkeiten, neue Konzepte darzustellen und zu erarbeiten. Und das sind genau die Fähigkeiten, die unsere Kolleginnen und Kollegen in der Architektur schon seit Jahren und Jahrzehnten entwickelt haben. Und nichts liegt aus unserer persönlichen Sicht näher, als die Architektur einzubinden in dieses Modul, ihre spezifischen Fähigkeiten in Bezug zum Beispiel auf die Entwicklung von Prototypen und auf die Visualisierung von neuen Ideen unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen mit auf den Weg zu geben. Und das ist auch ein wichtiger Teil des Moduls, mit den Teilnehmenden auch daran zu arbeiten, wie sie räumliche Kontexte für Innovation schaffen können. Damit hat es zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist Unterstützung bei der Ideenfindung und der Umsetzung von Ideen. Die zweite Aufgabe ist Schaffen von innovativen, kreativen Räumen, wo neue Ideen und neue Technologien entstehen und auch entsprechend umgesetzt werden können.